Moin Moin Leute, wie versprochen sind wir zurück mit einem neuen Tutorial übers Planting bzw. Anpflanzen. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr optimal eure Felder bestücken könnt und was ihr dafür alles benötigt, wie ich persönlich vorgehe und so, dass am Ende auf jeden Fall die Felder auch wieder auf 100% sind, dass wenn andere Teammates kommen oder Gildenmitglieder, dass sie einfach ein sauberes Feld vorfinden und nicht ein komplett leeres, womit sie einfach nichts mehr anfangen können. Am Anfang werde ich euch zeigen, was ihr alles benötigt. Zum einen haben wir jetzt hier die Bronzehacken, beziehungsweise unten in meiner Schnellleiste habe ich sie schon drin, auch gerade schon benutzt. Also ich habe die letzten 4 Stunden auch schon Planting bzw. Anpflanzen getätigt. Dann braucht ihr natürlich ganz viele Seeds, die ihr anbauen möchtet. Es gibt viele verschiedene Seeds-Arten und da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, denn auch alle Seeds benötigen unterschiedlichen Dünger. Ja, zusätzlich in meiner Schnellleiste habe ich mehrere Holzfässer, große Holzfässer, denn die kleinen Holzfässer bieten euch nur 200 Wasser an und die großen Holzfässer sind bei 500. Ne? Das spart euch jede Menge Wasser zum Holen und macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr die craften könnt, nutzt die großen. Ansonsten habe ich noch selber Dünger dabei, einmal den grünen Dünger, einmal den Organized Dünger und einmal den Aschedünger. Ich habe jetzt unterschiedliche Seeds dabei. Ich habe vor, gleich Erbsen anzupflanzen. Und wenn ihr Mouseover auf die Erbsen geht, könnt ihr genau sehen, was die Erbsen benötigen. Grundsätzlich benötigt ihr alle drei Düngerarten. Aber eine davon ist immer dabei, die halt mehr benötigt wird. Bei den Erbsen ist es der Ash Fertilizer, also der Aschedünger zu 375. Und ansonsten Green und bzw. Organized Dünger wird nur zu 36,0 benötigt. Dazu haben wir dann jetzt noch den Low-Quality-Wheat-Seed, also kleine Qualität oder geringe Qualität Weizensaat. Und da können wir schon sehen, okay, der benötigt zum Beispiel mehr Organized-Fertilizer. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass ihr grundsätzlich eure Felder so bestückt, dass ihr immer wieder Variationen drin habt, wo ihr unterschiedliche Dünger anbraucht. Also sprich, dass ihr einmal anpflanzt, wo zum Beispiel mehr Gründünger benötigt wird und danach dieses Feld eventuell anpflanzt mit mehr Aschedünger und danach halt den dritten Dünger. So habt ihr die Möglichkeit, einfach einen ausgewogenen Ausgleich zu schaffen, was die Düngerarten betreffen und könnt immer alle drei Arten gleich viel herstellen und müsst nicht jedes Mal darauf achten, in welchem Verhältnis ihr da euch aufhalten müsst. Macht es auf jeden Fall einfacher. Gut, als nächstes haben wir die Felder. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Bauernhof, einen öffentlichen Bauernhof oder beziehungsweise eine öffentliche Farm. Die findet ihr hier oben bei 2842 minus 2604. Und meines Erachtens ist es auch die größte Farm, die wir bisher zumindest finden konnten. Wir waren eigentlich schon an vielen Farmen. Diese Farm hier beinhaltet insgesamt 16 Arbeitsfelder. Vor allen Dingen sehr, sehr viele große. Also wir haben hier oben 2 sehr große Felder. Wir haben hier unten 2 sehr große Felder. Und wir haben hier nochmal einen, ja, 1,5 große Felder. Weiter nach hinten haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar. Und ja, es bietet sich an, auf jeden Fall diese auch komplett zu benutzen. Wir sind 30 Spieler bei uns in der Gilde. Die brauchen sehr viel Food, also müssen wir natürlich auch viel anbauen. Wie gehen wir also jetzt vor? Also grundsätzlich kommen wir jetzt an die leeren Felder. Wir gehen davon aus, ein Gildenmate hat das Ganze hier vorher bestückt oder beziehungsweise benutzt. Und dann schauen wir uns natürlich erstmal die Felder an. Ich habe das Ganze jetzt auf Englisch gestellt, weil es einfach angenehmer ist, beim Anpflanzen auf Englisch umzustellen. Denn gerade was die Seeds betrifft, die sind im Deutschen momentan noch sehr schlecht übersetzt. Alles ist auf einmal Weizen oder Weizensaatgut. Und nur weil das die Überkategorie ist. Aber es wird nicht unterschieden zwischen Gerste oder beziehungsweise richtigen Weizen. Und deswegen schalte ich einfach auf Englisch, ist angenehmer, kann ich nur empfehlen. Also wir haben hier grundsätzlich mehrere Werte. Ganz oben Moisture steht einfach für Wasser oder beziehungsweise Feuchtigkeit. Ist 60.000 von 60.000, also Maximum, absolut in Ordnung, können wir eigentlich direkt loslegen. Dann haben wir den zweiten Wert, Soil Porosity, und das ist die Durchlässigkeit. Also ihr müsst das immer wieder aktiv hochhalten. Grundsätzlich gibt es da einfach drei Werte. Für minderwertige Saat benötigt ihr nur 30% zum Anbauen. Ich empfehle euch,
Macht das Ganze einfach auf 35% oder 40%, dann seid ihr definitiv safe und die Ernte geht auch nicht kaputt. Bei Common Seeds, also sprich die Medium Seeds, benötigt ihr 60-70% und bei High Quality Seeds braucht ihr auf jeden Fall 100% oder müsst eventuell zwischendurch einfach nochmal nachhacken. Ja, dann haben wir hier die drei Fertilizer-Arten, einmal den Green, Organized und Ash Fertilizer. Aktuell 45.000 ist drinne von insgesamt 45.000, die reinpassen. Also der erste Wert ist das, was drinne ist. Der zweite Wert ist das, was das Maximum sein kann. Und Unspended Fertilizer auf der rechten Seite ist das, was noch auf Reserve ist. Also das, was quasi ich schon vorgedüngt habe. Habe ich schon vorher gemacht. Also das Ganze, wie gesagt, ich habe vor ein paar Stunden schon mal angepflanzt, ist halt immer noch aktiv. Ja, bleibt auch da drinne, verschwindet nicht. Ne? Also ihr könnt grundsätzlich vordüngen, macht auf jeden Fall Sinn. Und, somit habt ihr nämlich den unteren Wert, der nämlich super interessant ist. Fertilize Times, also ihr könnt 0 von 300 Mal in dieses Feld rein düngen und danach ist erstmal Ende. Das heißt, wenn ihr nicht vorgedüngt habt und erst hinterher anfangt zu düngen, kann es entweder passieren, dass ein Teammate dann hinterher kommt und so ein Feld halt vorfindet. Und feststellt, okay, er kann jetzt gar nicht mehr reindüngen, weil ihr habt viel zu spät angefangen zu düngen. Denn dieser Timer oder dieser Fertilize-Timer setzt sich nur ganz langsam zurück. Also macht es definitiv Sinn, vorher zu düngen. Um die Durchlässigkeit zu erhöhen, müsst ihr einfach ganz normal eure Hacke auswählen und mit Linksklick zuschlagen. Dann seht ihr, wie ganz langsam euer Soil Porosite hochgeht. Und umso weiter ihr im Planting vorwärts kommt, was den Skill betrifft, umso schneller könnt ihr diesen Soil Porosite bzw. Durchlässigkeit hochtrimmen. Ich empfehle dort, nehmt euch einen Arbeiter mit an die Hand. Meiner ist zum Beispiel jetzt gerade hier. Der bereitet schon das nächste Feld vor, hat das Ganze schon auf 100% gemacht. Und wir stellen fest, wir haben bei Ash Fertilizer auf der rechten Seite Unspended 0. Das heißt, ich gehe jetzt schon im Vorfeld hin und pack mal ein bisschen was da drauf. Einfach, dass das während der Anpflanzung dann schon wieder nachgefüllt wird. Und damit der Fertilize-Timer, wie gesagt, dann auch runtergeht. So, wir legen jetzt auch nochmal ein bisschen Gründünger nach. Ich packe das Ganze jetzt einfach mal auf knapp 3000 auf allen drei Werten. Genau. So, wir nehmen uns jetzt unseren Arbeitern weg. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal eben, wie ihr überhaupt so einen Arbeiter hier an das Feld bekommt. Grundsätzlich gibt es Gildengebäude. Und zwar ist das hier ein Gildengebäude, was wir benutzt haben. Und ja, okay, er schlachtet halt nochmal eben den Wildschwein ab. Das mussten wir hier vor Ort anbauen. Das heißt, ihr müsst die Materialien hier vor Ort herbringen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eben ein Gildengebäude zu bauen. Oh, hier sind auch noch ein paar Sachen von uns drin. Sobald ihr das getan habt, erstellen sich automatisch diese Holzkisten an jedem Feld. Über diese Holzkisten könnt ihr die Arbeiter steuern und dann dementsprechend hacken lassen. Sie können die Saat ausbringen, sie können sogar ernten. Aber grundsätzlich empfehle ich euch, wenn ihr euren Skill hochbringen wollt, erntet immer selber ab. Das heißt, nutzt eure Arbeiter dafür, dass sie die Durchlässigkeit hochbringen und nutzt sie dafür, die Saat auszubringen, indem ihr die Saat in den Behälter packt, nämlich hier auf die rechte Seite. Nahrung muss hier oben rein. Das können wir jetzt auch mal eben machen. Ich packe jetzt hier oben Nahrung rein. Ich packe hier jetzt mal Seeds rein und packe meinen Arbeiter da drauf. Das ist jetzt erstmal nur das kleine Feld. Das geht jetzt auch super schnell, die Durchlässigkeit hochzumachen. Ich helfe jetzt auch nochmal selber nach, damit das Ganze um einiges schneller geht. Und sobald wir bei 30% bzw. über 30% angekommen sind, sät er automatisch aus. So, zack. Das hat instant funktioniert. Wir kloppen jetzt nochmal ein paar Prozente zusätzlich hoch und dann läuft das Ganze, ohne dass ich mich da weiter erstmal drum kümmern muss. Fertilizer ist auch drinne, passt. Wasser ist drinne, passt. Und wir können uns dem nächsten Feld widmen. Ich nehme jetzt einfach nur die Seeds raus, nehme das Essen raus, nehme meinen Arbeiter wieder weg und schicke ihn jetzt beispielsweise auf das Feld hier. Dann kann er nämlich da einfach schon mal weitermachen. Pack wieder Essen rein, pack wieder die Seeds rein und pack nochmal zusätzliche da drauf.
Und dieses Feld hier ist zum Beispiel schon fertig. Da werde ich jetzt einfach selber meine Seeds anpflanzen, damit ich schneller hinterherkomme. So, wir sind an dem Step angekommen, dass wir alles angepflanzt haben. Wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder angepflanzt und die laufen auch. Was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist, dass ihr Brunnen in die Nähe der Felder platziert, die ihr auf jeden Fall immer bebauen wollt. Wir haben uns natürlich hier mehrere Brunnen hingepflanzt, genau dort, wo halt auch die größten Felder sind. Macht definitiv Sinn, denn diese können auch mit Sklaven bestückt werden, beziehungsweise mit Arbeitern bestückt werden. Wenn ihr Essen in die Brunnen reinpackt, dann befeuern die so gesehen oder bewässern die Felder. Das reicht, wenn ihr einmal mit der Ernte angefangen habt, beziehungsweise mit der Saatgut angefangen habt, reicht das nicht aus, dass die Felder permanent bewässert werden. Also zumindest nicht komplett. Ihr werdet immer wieder hingehen müssen und auch nachbewässern. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt eigentlich die Vorbereitung getätigt. Alle Sachen sind angepflanzt. Jetzt kommt halt der weitere Verlauf. Während die Pflanzen wachsen, müssen wir uns die Felder angucken, ob immer alles vorhanden ist. Also sprich, wir schauen uns das Feld an, gucken, okay, Ash Fertilizer zum Beispiel hat nur noch 297 Reserve. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall nochmal Ash Fertilizer nachfüllen und wir gucken natürlich aufs Wasser. Wenn das Wasser nicht reicht, laufen wir gleich mal zum See, holen ein bisschen Wasser nach und dann bewässern wir das Ganze. Bei den minderwertigen Anpflanzungen dauert das Ganze ungefähr 45 Minuten, dann könnt ihr ernten. Gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hin, gucken uns die Details an und säen nochmal ein bisschen Ash Fertilizer rein. Ich werde das Ganze einfach jetzt mal auf 4000 aufhauen. Vermutlich wird mehr benötigt, aber es gibt noch so einen kleinen Trick, wie man noch ein bisschen Dünger ranbekommt. Und zwar werde ich euch das nachher zeigen, sobald wir die Ernte machen. So, 4000. Ja, 4600, das sollte erstmal reichen. Dieses Feld ist eh nicht ganz bestückt, also nur teilweise. Ich hatte jetzt nicht mehr Seeds da. Jetzt gucke ich mir auch schon das zweite an. Wenn ihr Probleme damit habt, irgendwie diese Detailanzeige zu bekommen, also sie ist immer in der Mitte des Feldes. Das heißt, es macht Sinn, sich auch in die Mitte des Feldes zu stellen, mit einem Blick nach unten und genau zwischen die Seeds. Dann bekommt ihr auf jeden Fall diese Anzeige. So, wie wir sehen können, wir sind auf 33,58% Durchlässigkeit. Ich mache das Ganze jetzt nochmal minimal nach oben, einfach damit ich safe bin. Und danach werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Fertilizer nachgeben. Wir sind jetzt bei Organized, sind wir runter auf 32.000 von 35.000, das ist natürlich nicht gut. Und wir wollen natürlich auch die Fertilize Times wieder runtersetzen, früh genug wieder runtersetzen, damit am Ende, wenn jemand nochmal hierher kommt, nicht zum Beispiel 351 von 351 genutzten Versuche oder Male schon weg sind. So, das reicht auf jeden Fall und jetzt legen wir nochmal Dünger nach. So, wir sind jetzt an dem Step angekommen, dass es eigentlich nur noch heißt warten. Wir haben alle Felder gut vorgedüngt, das heißt der Timer bzw. die Benutzung der Fertilizer kann jetzt wieder runtergehen auf 0, was natürlich von Vorteil ist, weil wie gesagt, jeder, der jetzt danach nochmal kommt, hat wieder ein sauberes Feld. Wir müssen jetzt einfach nur noch warten. Wir sind jetzt aktuell bei 30% beim Anbau und ja, Wasser fehlt jetzt auch nicht, denn die zwei Brunnen haben tatsächlich gute Arbeit vorgeleistet und das Weizen braucht an sich auch nicht so viel Wasser. Dementsprechend muss ich gar nicht so häufig jetzt zum Fluss rennen, muss neues Wasser holen. Ich habe sogar noch ein bisschen was in der Leiste, komme ich auf jeden Fall mit klar. Ansonsten nehme ich mir einfach noch ein bisschen was aus dem Brunnen heraus. Also ihr könnt auch einfach nur an den Brunnen selber dran gehen und mit E einfach nur mal klicken. Und solange ihr Holzfässer in der Tasche habt, sammelt ihr auf jeden Fall wieder neues Wasser. Ist aber nicht ganz so schnell am Fluss, könnt ihr die Taste durchspammen.
Und hier am Brunnen geht das leider nur peu à peu. Na, also wenn ihr mal richtig Wasser ranschaffen müsst, lauft auf jeden Fall zum Fluss, See, whatever. Hauptsache ihr könnt die Holzfässer relativ schnell durchballern und kriegt so halt wirklich Masse an Wasser zusammen. Ja, ich werde jetzt hier noch verweilen, abwarten, bis die Ernte reif ist und danach geht's weiter. So Leute, wir sind zurück. Die Ernte ist reif. Wir können endlich drüber gehen, abernten und dann kommen wir zum Schluss, was wir dann noch machen müssen. Ich lege jetzt einfach mal hier los und dann fülle ich meinen ganzen Wagen bzw. mein Pferd, also überall, wo einfach noch Platz ist, wird erstmal aufgefüllt. Ja, wie ihr auf der rechten Seite erkennen könnt, also ich bekomme momentan 4,5 XP pro Abernte bei Low Quality. Bei High Quality sind es glaube ich 60 XP. Muss aber dazu sagen, ich habe jetzt aktuell keine Expertise-Punkte im Skillbaum Pflanzen drin, weil ich eigentlich schon so weit bin, dass ich es nicht unbedingt für notwendig halte, da Punkte reinzusetzen. Ja, ich habe eine gute Chance, gute Qualität rauszubekommen bzw. Gute Seeds rauszubekommen und das reicht mir völlig aus. Da muss ich jetzt keine Expertise-Punkte noch extra reinsetzen momentan. Wenn ihr natürlich auf das absolute Maximum möchtet, macht es definitiv Sinn. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt aktuell nicht notwendig. So, das erste Feld ist abgeerntet. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier überall noch Low-Quality-Weed dran. Das sind die alten Pflanzen. Und da komme ich auch zu dem Trick, den ich am Anfang kurz erwähnt habe. Nehmt euch einfach eine Axt, ein paar Äxte mit und dann haut die alten Pflanzen kaputt. Denn das hat den geilen Nebeneffekt. Und zwar, wenn ihr jetzt mal auf die Statistik da schaut, entwickelt sich dadurch automatisch ein Pool an Fertilizer, der wieder in das Feld reingeht und somit spart ihr euch auf jeden Fall Dünger. Ja, also ihr habt dort einfach die Möglichkeit, indem ihr die Pflanzen kaputt macht, nochmal Dünger wieder zu bekommen, was auf jeden Fall Sinn macht. Und dann müsst ihr nicht ganz so viel düngen. So, ich habe das ganze Feld abgearbeitet, die ganzen Nutzpflanzen noch weggehauen und wie ihr sehen könnt, wir haben einfach Unspended Fertilizer 11.865 dazu bekommen und das auf Organic, also natürlich den primären Wert, den wir auch, sage ich mal, reingepackt haben bzw. gestreut haben. Einen kleinen Teil an Green bzw. auch an Ash, nur ist das direkt wieder reingeflossen. Aber wie ihr sehen könnt, jetzt sind wir fertig. Das Feld ist komplett fertig. Wir haben Vollwasser, wir haben sogar noch Durchlässigkeit drauf und der Dünger, wenn wir den draufrechnen, ist auch dann wieder auf Maximum, was natürlich gut ist. Und auch die Fertilize Times ist bei 0 von 300. Das heißt, die Zeit, die wir abgewartet haben, hat sich dieser Timer einfach schon komplett wieder runter resettet. Jetzt könnten wir nochmal ein bisschen nachlegen, dass natürlich wieder ein bisschen Dünger drin ist. Und sobald der nächste kommt oder aber ihr selber direkt wieder anpflanzen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu und seid einfach safe. Wenn ihr das natürlich nicht macht, wenn ihr immer alles nach runter droppen lässt, müsst ihr lange warten, bis sich so ein Feld einfach regeneriert und das wollt ihr nicht. Gut, das soll es an dieser Stelle auch von meiner Seite aus gewesen sein. Ich werde mich jetzt damit beschäftigen, die restlichen Felder abzubauen und dann Nahrung anzusetzen. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben da lassen könntet. Und wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Ansonsten, wenn ihr mich mal live erleben möchtet, ich bin immer live von 16 Uhr bis 22 Uhr auf Twitch unter Lexus1987. Link findet ihr aber auch unten in der Description. Und nun wünsche ich euch einfach nur noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.